Ja, hallo und herzlich willkommen bei Lernen mit Uwe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir unsere Reihe Grammatik für die Grundstufe fortsetzen. Und zwar wollen wir heute ein paar Übungen zum Perfekt miteinander machen. Ich hoffe, wie immer, dass euch dieses Video gefällt und dass es euch hilft, euer Deutsch zu verbessern und auch die deutsche Grammatik besser zu lernen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, heute wollen wir ein paar Übungen zum Perfekt miteinander machen. In der letzten Folge, da haben wir eine ganze Menge über das Perfekt gelernt. Wenn ihr diese Folge noch nicht gesehen habt, wenn ihr noch Fragen zum Perfekt habt oder wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ob ihr das richtig in Erinnerung habt, dann schaut euch das letzte Video in dieser Playlist einfach noch einmal an. Und wenn ihr dann die Informationen parat habt, dann bleibt bei mir und macht mit mir die Übungen gemeinsam. Ja, bei der ersten Übung, da geht es darum, dass wir uns daran erinnern sollen, ob das Perfekt bei diesen Verben mit dem Hilfsverb haben oder mit dem Hilfsverb sein gebildet wird. Wir haben ja letztes Mal gelernt, dass es bei einigen Verben so ist und bei anderen so. Und jetzt wollen wir das Ganze einmal üben. Hier haben wir ein paar Verben und jetzt wollen wir eben schauen, bilden wir das Perfekt hier mit dem Hilfsverb haben oder mit dem Hilfsverb sein. Ja, schaut euch hier diese Verben einmal an. Ja, habt ihr euch zu jedem Verb überlegt, ob das Perfekt mit haben oder sein gebildet wird? Gut, dann vergleichen wir mal. Sein, da bilden wir das Perfekt mit sein. Zum Beispiel, ich bin gestern im Kino gewesen. Suchen mit haben. Ich habe eben meine Brille gesucht. Wissen mit haben. Das habe ich nicht gewusst. Können auch mit haben. Das habe ich schon als kleines Kind gekonnt. Fliegen. Da bilden wir das Perfekt normalerweise mit sein. Peter ist in den Urlaub geflogen. Hier gibt es aber eine Ausnahme, wenn wir sagen wollen, dass Peter das Flugzeug gelenkt hat, das Flugzeug gesteuert hat, dann würden wir sagen, Peter hat die Cessna geflogen. Aber meistens geht es ja darum, dass ich oder Peter von A nach B geflogen ist und dann bilden wir das Perfekt mit sein. So, dann haben wir hier noch ein paar Verben. Überlegt euch auch hier, ob wir das Perfekt mit haben oder mit sein bilden. Ja, habt ihr euch überlegt, wie das Perfekt gebildet wird? Gut, dann vergleichen wir. Freuen. Da bilden wir das Perfekt mit haben. Ich habe mich sehr über das Geschenk gefreut. Brauchen. Da bilden wir das Perfekt auch mit haben. Peter hat gestern meine Hilfe gebraucht.
haben. Da bilden wir das Perfekt ebenfalls mit haben. So etwas habe ich noch nicht gehabt. Kommen. Da bilden wir das Perfekt mit sein. Denn wenn ich irgendwo hinkomme, dann verändere ich ja auch meinen Ort. Peter ist gestern zu mir gekommen. Und trinken, da bilden wir das Perfekt auch mit haben. Ich habe eben einen Tee getrunken. Habt ihr alles richtig gemacht? Ja, prima, das freut mich sehr. Wenn ihr noch ein paar Fehler gemacht habt, dann ist das gar kein Problem. Dann macht diese Übung in 1, 2 oder 3 Tagen noch einmal. Schaut euch vielleicht das letzte Video noch einmal an, in dem ich euch erkläre, wann wir das Perfekt mit haben und wann wir das Perfekt mit sein bilden. Und dann bin ich mir sicher, dass ihr diese Übung richtig machen werdet. Kommen wir zur nächsten Übung. Bei der nächsten Übung haben wir einen Text, in dem ein paar Lücken sind. Und hier in den Lücken sollen wir das Hilfsverb haben oder das Hilfsverb sein ergänzen. Lesen wir uns das einmal durch. Ich bin Peter. Ich in Lübeck geboren und aufgewachsen. Lübeck liegt in Norddeutschland. Als ich 6 war, ich in die Schule gekommen. Dort, ich viele Sachen gelernt. Einige, ich später gebraucht, andere nicht. Und ich, viele Freunde gefunden. Nachmittags, wir immer miteinander gespielt. Wir, eine richtige Gang gewesen. Nach der Schule, ich eine Ausbildung zum Tischler angefangen, aber das mir nicht so gut gefallen. Darum, ich sie später abgebrochen und zur Armee gegangen. Dort, es mir besser gefallen, darum, ich viele Jahre geblieben. Später, ich die Armee allerdings verlassen, weil ich etwas Besseres gefunden. Ich, eine kleine Firma gegründet. Wir helfen unseren Kunden im Garten oder im Haushalt. Das macht auch viel Freude. Ja, das war die Geschichte von Peter. Ich blende diese Geschichte gleich noch einmal ein. Schaut euch das Ganze noch einmal an. Macht euch vielleicht auch einen Screenshot und dann überlegt euch, in welche Lücke das Hilfsverb haben eingetragen wird und in welche Lücke das Hilfsverb sein gehört. Und gleich vergleichen wir das Ganze. Ja, habt ihr euch überlegt, in welche Lücke das Hilfsverb haben und in welche Lücke das Hilfsverb sein gehört? Gut, dann vergleichen wir das Ganze. Ich bin Peter. Ich bin in Lübeck geboren und aufgewachsen. Hier kommt das Hilfsverb sein in die Lücke, denn
Ich bin geboren, ja, das ist ja eine Zustandsveränderung. Erst bin ich noch bei meiner Mama im Bauch, danach bin ich auf der Welt und sie gebiert mich. Ich werde geboren, ich bin geboren. Und aufwachsen ist auch eine Zustandsveränderung. Ja, erst bin ich der kleine Uwe oder hier ist das der kleine Peter und später ist er der große Peter. Lübeck liegt in Norddeutschland. Als ich 6 war, bin ich in die Schule gekommen. Ich komme in die Schule, ich verändere meinen Ort, ich bin in die Schule gekommen. Dort habe ich viele Sachen gelernt. Bei den meisten Verben wird das Perfekt mit dem Hilfsverb haben gebildet. Einige habe ich später gebraucht, andere nicht. Hier auch mit haben, weil es bei den meisten Verben mit haben gebildet wird. Und ich habe viele Freunde gefunden. Nachmittags haben wir immer miteinander gespielt. Wir sind eine richtige Gang gewesen. Von dem Verb sein wird das Perfekt mit dem Hilfsverb sein gebildet. Das haben wir in der letzten Folge ja gelernt. Nach der Schule habe ich eine Ausbildung zum Tischler angefangen, aber das hat mir nicht so gut gefallen. Darum habe ich sie abgebrochen und bin zur Armee gegangen. Gehen ist eine Ortsveränderung. Ich bin zur Armee gegangen. Bei der Ortsveränderung bilden wir das Perfekt mit sein. Dort hat es mir besser gefallen. Darum bin ich viele Jahre geblieben. Von dem Verb bleiben wird das Perfekt auch mit sein gebildet. Später habe ich die Armee allerdings verlassen, weil ich etwas Besseres gefunden habe. Ich habe eine kleine Firma gegründet. Wir helfen unseren Kunden im Garten oder im Haushalt. Das macht auch viel Freude. Also, wie ihr seht, wird bei den meisten Verben das Perfekt mit haben gebildet, bei einigen wird es mit sein gebildet. Habt ihr hier alle Aufgaben richtig gelöst? Ja? Sehr schön, das freut mich. Wenn ihr noch Fehler gemacht habt, dann ist das gar nicht schlimm, das ist gar kein Problem. Dann schaut euch das letzte Video mit den Erklärungen vielleicht noch einmal an. Oder schaut euch dieses Video noch einmal an, macht diese Übungen in 1 oder 2 Tagen nochmal und dann bin ich mir sicher, dass ihr sie richtig lösen werdet. Ja, dann wollen wir zur nächsten Übung kommen. Oma Erna erzählt von früher, Hilfsverben haben sein und Verben ergänzen. Hier haben wir jetzt ein paar Sätze. Und in diesen Sätzen gibt es Lücken. Und hinter den Sätzen steht dann immer, welches Vollverb in den ersten Satzteil und welches Vollverb in den zweiten Satzteil gehört. Und in den jeweiligen Sätzen ist auch immer eine Lücke für das Hilfsverb, entweder haben oder sein. Okay? Ja, dann wollen wir mal beginnen. Ich lese die Aufgaben vor, dann überlegt ihr, ob haben oder sein benutzt wird, dann überlegt ihr, wie man das Partizip perfekt bildet und dann vergleichen wir das Ganze. Okay? Dann starten wir. Ich gerne in den Wald, aber mein Mann, lieber ans Meer, gehen, fahren. Gehen gehört in den ersten Satzteil, fahren in den zweiten Satzteil.
Überlegt euch mal bitte, welches Wort in welcher Form in welche Lücke gehört. Seid ihr soweit? Dann vergleichen wir. Ich bin gerne in den Wald gegangen, aber mein Mann ist lieber ans Meer gefahren. Beides Mal Verben der Ortsveränderung, da bilden wir das Perfekt mit Sein. Und beides sind unregelmäßige Verben, dann haben wir am Ende die Partizipendung en und am Anfang die Partizipsilbe ge und in der Mitte den Verbstamm. Gefahren, gegangen. Kommen wir zum nächsten Satz. Ich gerne Fisch, aber mein Mann nur Fleisch essen mögen. Überlegt auch hier, welches Verb in welcher Form in welche Lücke gehört. Seid ihr soweit? Gut, dann vergleichen wir. Ich habe gerne Fisch gegessen, aber mein Mann hat nur Fleisch gemocht. Beides Mal wird das Perfekt mit haben gebildet. Essen, gegessen, mögen, gemocht. Kommen wir zum nächsten Satz. Abends, ich gerne Liebesfilme. Aber mein Mann sich nur über Fußball und Krimis sehen, sich freuen. Überlegt auch hier, welches Verb in welcher Form in welche Lücke gehört. Seid ihr soweit? Dann vergleichen wir. Abends habe ich gerne Liebesfilme gesehen. Aber mein Mann hat sich nur über Fußball und Krimis gefreut. Sehen wird ganz normal mit haben gebildet, ein unregelmäßiges Verb. Vor den Verbstamm die Partizipsilbe ge und, weil es unregelmäßig ist, am Ende die Partizipendung en. Sich freuen, ein sogenanntes reflexives Verb, das lernen wir noch. Die werden auch immer mit haben gebildet. Und hier am Anfang die Partizipsilbe ge. Und am Ende die Partizipendung T für die regelmäßigen Verben. Kommen wir zum nächsten Satz. Manchmal ich gerne klassische Musik, aber mein Mann nur Rockmusik hören, hören. Überlegt auch hier, welches Verb in welcher Form in welche Lücke gehört. Seid ihr soweit? Dann vergleichen wir. Manchmal habe ich gerne klassische Musik gehört, aber mein Mann hat nur Rockmusik gehört. Bei dem Verb hören wird das Perfekt mit dem Hilfsverb haben gebildet und
Hören ist ein klassisches regelmäßiges Verb. Die Vorsilbe GE am Anfang und die Endung, die Partizipendung T am Ende. Kommen wir zum nächsten Satz. Am Wochenende, ich gerne lang, aber mein Mann, schon um 8 Uhr. Überlegt auch hier, welches Verb in welcher Form in welche Lücke gehört. Seid ihr soweit? Dann vergleichen wir. Am Wochenende habe ich gerne lang geschlafen. Aber mein Mann ist schon um 8 Uhr aufgestanden. Bei dem Verb schlafen wird das Perfekt mit dem Hilfsverb haben gebildet. Ich habe geschlafen. Schlafen ist unregelmäßig, darum am Anfang die Partizipvorsilbe GE, am Ende die Partizipendung EN. Mein Mann ist schon um 8 Uhr aufgestanden. Aufstehen ist ein Verb der Veränderung. Erst sitze oder liege ich, danach stehe ich. Ich stehe auf, ich verändere meinen Zustand. Also wird das Perfekt mit dem Hilfsverb sein gebildet. Und es ist ein trennbares Verb, darum aufgestanden. Und es ist unregelmäßig, darum die Partizipendung EN. Kommen wir zum letzten Satz. Trotz der Unterschiede, wir uns unser ganzes Leben sehr sich lieben. Überlegt auch hier, welches Verb in welcher Form in welche Lücke gehört. Seid ihr soweit? Dann vergleichen wir. Trotz der Unterschiede haben wir uns unser ganzes Leben sehr geliebt. Sich lieben ist ein sogenanntes reziprokes Verb. Das lernen wir auch noch. Und bei dem Verb sich lieben wird das Perfekt ebenfalls mit haben gebildet. Habt ihr alle Aufgaben richtig bearbeitet? Ja? Das freut mich sehr. Wenn ihr noch ein paar Fehler gemacht habt, dann ist das gar nicht schlimm. Dann schaut euch das letzte Video mit den Erklärungen noch einmal an oder schaut euch auch dieses Video mit den Übungen noch einmal an. Macht die Übungen dann in 2 oder 3 Tagen nochmal und dann bin ich mir sicher, dass ihr sie auch fehlerfrei machen werdet. Ja. Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge, unserer Reihe Grammatik für die Grundstufe angekommen. Wir haben heute ein paar Übungen zum Perfekt gemacht. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und dass es euch geholfen hat, euer Deutsch zu verbessern und auch die deutsche Grammatik besser zu lernen. Wenn ja, dann freut mich das sehr. Dann seid doch so lieb und lasst mir einen Like da. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt mir gerne einen Kommentar unter das Video, auch mit Ideen für andere Videos und teilt meine Videos gerne mit jedem, mit dem ihr sie teilen möchtet. Und dann würde ich mich natürlich ganz besonders freuen, wenn wir uns in der kommenden Folge wiedersehen, in der wir uns mit dem Präteritum beschäftigen wollen. Bis dann, ciao! Präteritum, ja. Präteritum, was für ein Wort. Das wird bestimmt auch spannend.